Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Live-Webinar im Fluss des Lebens als Basis für deine Genesung. Und heute gibt es wiederum nicht nur in Anführungszeichen Theorie, sondern es gibt auch eine Heilübung, die ich heute live anleite und zu der ich dich ganz herzlich einlade, damit du das Thema richtig tief verstehst und fühlst mit jeder Zelle deines Seins und dich auch motivierst, mehr und mehr wirklich in den Fluss des Lebens zu treten. Ich bin Dr. Manuela Lamberti, Online-Gesundheitscoach und Achtsamkeitstrainerin, und ich begleite feinfühlige Frauen auf ihrem Genesungsweg und vor allem feinfühlige Frauen mit chronischen Themen, Autoimmunerkrankungen, unspezifische Symptome, die noch nicht diagnostiziert werden können, oder auch eine Erschöpfung, die schon länger oder tiefer gehender anhält. Und ich tue das auf allen Ebenen. Das heißt, aus meiner Sicht ist die Ursache immer auf der Seelenebene zu finden, und dort gilt es, die Ursache zu transformieren und den Körper dabei parallel zu unterstützen. Das geht so Hand in Hand und gibt die effizientesten, in Anführungszeichen effizientesten Heilerfolge. Deshalb arbeite ich mit Innenwandel. Das ist das, was ich als mein Begriff für die Seelenheilung und eben Körperunterstützung. Gut, heute geht es um den Fluss des Lebens und wieso das so wichtig ist, dass du auch genesen kannst, als Basis für deine Genesung. Gut, im Fluss des Lebens bedeutet, dass du dich vollkommen hingibst an dem, was gerade ist. Das heißt, es braucht Hingabe, und für die Hingabe braucht es Vertrauen. Vertrauen, dass das Leben es gut mit dir meint, das Vertrauen, dass das, was jetzt gerade da ist, auch wenn es für dich vielleicht unangenehm ist, dass es trotzdem richtig ist, aus irgendeinem Grund. Im Hier und Jetzt zu sein, im Fluss des Lebens zu sein, braucht Hingabe und braucht Vertrauen. Und das ist die große Knacknuss, wieso du noch nicht vollkommen im Fluss des Lebens bist. Dieses Vertrauen ist die Knacknuss. Wenn du chronische Themen hast, dann hast du tiefer liegende Seelentraumata, die dich aus dem Untergrund sozusagen steuern, und zwar so, wie es eben nicht gesund ist für dich. Und diese Seelentraumata, die entstehen aus Angst, und diese Angst ist mittlerweile vielleicht verdrängt oder im subtil bewussten Bereich, vielleicht bist du dir gewisser Ängste bereits bewusst, aber vieles wirkt aus dem Untergrund und hält dich in der Angst. Und die Angst hat die Eigenart, dass es dein System motiviert, dich in Sicherheit zu bringen. Du bestehst sozusagen aus drei Ebenen, das ist auch wichtig, um den heutigen Vortrag zu verstehen. Die eine Ebene ist die menschliche Ebene, die kennst du, deinen Körper, deine Gedanken, deine Gefühle, Gedankengefühle zusammen machen die Psyche. Und eine Ebene darunter ist die Seele, das ist so wie eine Software, in der alles programmiert ist, was du jetzt bist, also deinen Gesundheits- und deinen Krankheitszustand, einfach den Status, den du jetzt hast als Mensch, die Gedanken, die Gefühle, deinen Körper, deine Beziehungen, dein Leben, das ist sozusagen auf Seelenebene programmiert. Und nochmals eine Ebene tiefer ist das, was ich den göttlichen Kern bezeichne, einige sagen auch das höhere Selbst. Und das ist sozusagen dein innerstes Herz, das ist ganz, ganz die innerste Basis. Und aus diesem göttlichen Kern fließt dein Leben, fließt alles, was für dich vorbestimmt in deinem Leben, und fließen auch die Inspirationen, die dich dahingehend führen, dass du immer heiler werden kannst auf Seelenebene und damit auch auf körperlicher Ebene, weil der Körper ist ja nur das Spiegelbild der Seele, wie ich das versucht habe mit dieser Beschreibung anzudeuten. Das heißt, der Fluss des Lebens, die Quelle, ist ein göttlicher Kern,
Und daraus entsteht die ganze Information, die dich führen möchte in Richtung Gleichgewicht, in Richtung Gesundheit. Und deshalb ist es so wunderbar, wenn du dich da einfach in diesen Fluss hineinbegeben kannst und dich führen lassen kannst. Aber es gibt eben da diese Ängste. Und die Ängste, die kommen von deiner menschlichen Einheit, sage ich mal. Ich nenne das Ego. Und Ego besteht einerseits aus deinem Verstand und andererseits aus einem sehr alten System, das dich in Sicherheit bringen möchte. Das hat nur die Aufgabe, dein Leben zu sichern. Dieses anarchaische System möchte nicht, dass du glücklich bist. Also es möchte auch nicht, dass du unglücklich bist, aber glücklich sein steht einfach da nicht auf dem Plan. Was da auf dem Plan steht, ist dein Leben zu sichern, sonst nichts. Das heißt, wenn da eine Angst in dir triggert, immer wieder unbewusst aufgrund der verdrängten Traumata, reagiert dein System immer mit Kontrolle haben möchten, dich in Sicherheit bringen wollen. Und dann bist du im Kopf, dann bist du blockiert, dann spürst du den Fluss des Lebens nicht, dann bist du in einer anderen Wahrnehmung, in einer Wahrnehmung, die sehr viel mit dem Vergangenen zu tun hat, also dass du bist sehr viel in der Vergangenheit, deshalb nicht im Hier und Jetzt und nur im Hier und Jetzt kannst du im Fluss des Lebens sein. Du bist viel in der Vergangenheit, weil diese Ängste dich immer wieder daran erinnern, ah, damals ist das und das passiert, du musst aufpassen, dass dir das nicht wieder passiert. Und das triggert das natürlich absolut im Unterbewusstsein und das triggert von dir immer wieder Verhaltensmuster und triggert auch immer wieder, dass du Kontrolle haben musst. Du möchtest Kontrolle haben. Deshalb bist du mit deiner Achtsamkeit, ich nenne das auch Antennen, bist du immer im Außen und checkst immer alles ab. Wo ist Gefahr? Wo musst du dich in Sicherheit bringen? Wo musst du etwas regeln, damit du dich sicher fühlen kannst? Das heißt, solange du dich nicht sicher fühlst, kannst du dich nicht in den Fluss des Lebens begeben. Außer du übst das, wie in der Übung, die wir nachher zusammen machen, der ich dich anleite, da kannst du ein bisschen üben, dem Leben einen Vertrauensvorschuss zu geben und mal schauen, wie sich das anfühlt, wenn du dich ganz hingibst. Das ist ganz wichtig. Weil, wie gesagt, wenn du mit dem Kopf agierst, dann bist du in der Angst, das blockiert dich. Du kannst in der Angst nicht neue Wege gehen. Du bewegst dich dann wie in einem Hamsterrad immer im Alten, weil der Kopf kennt nur, was er kennt. Er kann sich nicht neue Wege ausdenken. Aber wenn du jetzt krank bist, du hast mit dem Kopf sicher schon alles probiert, was du weißt. Und vermutlich bist du noch nicht richtig weit gekommen oder noch nicht ausreichend weit, sonst wärst du heute Abend nicht da. Und der Kopf kann ja da nicht weiterhelfen. Was dir weiterhelfen kann, ist eben diese innere Weisheit, die dich da im Fluss des Lebens führen möchte. Wie merkst du, ob du im Fluss des Lebens bist? Wenn du gedanklich in der Vergangenheit bist und zum Beispiel mit irgendetwas haderst oder dich an den letzten Urlaub erinnerst, der so wunderschön war. Also egal ob positiv oder negativ, wenn du in der Vergangenheit warst, bist gedanklich, dann bist du nicht im Hier und Jetzt. Wenn du in der Zukunft bist, weil du die nächsten Ferien planst oder weil du dir Sorgen machst oder den Einkaufsplan planst, was auch immer, in der Zukunft bist, dann bist du auch nicht im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt sein ist die Basis, um im Fluss des Lebens zu sein. Und im Hier und Jetzt kannst du nur sein, wenn du mit deinem Bewusstsein, mit deinem Denken im Hier und im Jetzt bist. Im Jetzt bedeutet in der Gegenwart, also nicht in der Vergangenheit, egal ob positiv oder negativ, nicht in der Zukunft, egal ob positiv oder negativ, sondern in der Gegenwart. Und hier bedeutet mit dem Sein, was jetzt ist, wahrnehmen und annehmen. Nicht im Widerstand sein mit dem, was ist, es anders haben wollen, etwas, das nicht da ist. Heransehnen, also diese Sehnsucht, diese Gier hält dich nicht an diesen Ort und auch nicht diesen Widerstand, wenn du etwas weghaben möchtest, das jetzt da ist. Dieses Hier und Jetzt ist ein Modewort. Es wird immer wieder verwendet und die Gefahr ist, wenn du etwas immer wieder hörst, dass du es gar nicht richtig
reflektierst, dass du es gar nicht richtig verstehst. Es ist ganz wichtig, dass du es verstehst. Es bedeutet, zeitlich und örtlich da zu sein, da wo du jetzt bist. Es braucht nicht etwas Großartiges, Wundersames, um hier und jetzt zu sein. Es bedeutet wirklich einfach nur mit deinem Bewusstsein, mit deinem Denken, da zu sein, wo du bist, zeitlich und körperlich und örtlich. Das vergisst man sehr oft, dieses örtlich ist auch wichtig. Gegenwart, das versteht man relativ schnell, aber es bedeutet eben auch mit dem zu sein, was da ist. Nichts anderes haben wollen, weder heranziehen, was nicht da ist und weghaben wollen, was da ist. Genau, also dieses Hier im Hier und Jetzt sein ist die Basis und dafür musst du dich sicher fühlen. Es ist wichtig, dass du dich sicher fühlst, weil sonst rattert es da oben immer und geht immer in die Vergangenheit oder in die Zukunft oder ist eben irgendwie unzufrieden mit dem, was gerade ist. Dieses Entspanntsein, dieses absichtslose, erwartungslose, einfach Dasein ist die Basis, um in den Fluss des Lebens zu kommen. Und du kennst das sicher auch, wenn du etwas machst, wo du in der Freude bist, eine Arbeit, wo du dich wirklich hingeben kannst, dann bist du im Fluss. Dann hast du kein Zeitgefühl mehr, dann fühlt sich alles gut an. Vielleicht hattest du vorher körperliche Schmerzen. Im Moment ist das wie weg, vergessen. Du spürst es, es ist nicht mehr diesen Fokus auf die Schmerzen, sondern es ist eben in diesem anderen Zustand, im Fluss des Lebens, wo du einfach mitfließt und inspiriert wirst durch deinen göttlichen Kern, durch dein höheres Selbst und auch automatisch dann in Situationen reinkommst, die dir helfen, um dich besser zu verstehen, was ist da falsch mit deinem, falsch ist nichts, aber was ist gerade nicht im Gleichgewicht, wieso ist es nicht im Gleichgewicht und was brauchst du gerade, um deinen Körper oder auch deine Psyche mehr ins Gleichgewicht zu bewegen. Da wirst du hingeführt, wenn du im Fluss bist. Und vielleicht kennst du es auch, dass dann da so wie kleine und auch größere Wunder passieren oder zumindest sehr vieles, was sich sehr magisch anfühlt, Begegnungen, die du dann hast oder du stellst eine Frage dem Universum und dann triffst du eine Person und die Person gibt dir die Antwort, obwohl du nicht ihr die Frage gegeben hast, sondern einfach in den Raum gestellt hast, dann passieren solche magische Dinge und dafür musst du eben in dem Fluss des Lebens sein. Und da ist es ganz wichtig, dass du dich deinen Ängsten stellst, deine Seelentraumata angehst, bearbeitest, heilst, damit du mehr und mehr in dieses Vertrauen kommst. Und es ist aber auch wichtig, dass du regelmäßig in den Fluss des Lebens kommst, um dem Leben wirklich zu vertrauen, um zu spüren, das meint es wirklich gut mit mir und das verstärkt sich so gegenseitig. Also indem du an deinen Traumata und Ängsten arbeitest, steigt das Vertrauen automatisch und indem du Dinge machst, wo du regelmäßig in den Fluss des Lebens kommst, stärkt das auch dein Vertrauen und das schaukelt sich dann im positiven Sinne beides so hoch, bis du dann wirklich mehr und mehr und natürlich das Ziel sollte es sein, im Dauerzustand, im Hier und Jetzt bist. Einfach mitfließen, das was es zu tun gibt, zu tun, ohne jetzt zu überlegen, ohne im Widerstand zu sein, ohne jetzt groß zu planen. Ich mache auch eine Einkaufsliste, weil ich einfach sonst in diesen riesigen Geschäften kreuz und quer durch die Gänge laufe, wenn ich rein intuitiv einkaufen würde. Das ist natürlich okay, wir haben einen wunderbaren Verstand und den kannst du auch brauchen, aber es ist die Idee, dass du den Verstand brauchst für wirklich das, was nötig ist. Eine Einkaufsliste oder eine Reise organisieren, aber nicht, dass du dann ständig in den Gedanken wegdriftest, weil du zum Beispiel das hier so schlimm findest und dann lieber schon 3 Monate voraus in den Ferien bist. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Also planen ist wunderbar, dafür haben wir diesen wunderbaren Verstand. Aber
ständig in der Vergangenheit, ständig in der Zukunft, ständig irgendwo in der Gier und im Widerstand zu sein, macht dich nicht glücklich, hält dich in der Angst und verhindert, dass du im Fluss des Lebens bist und verhindert damit auch, dass du auf einem guten Weg Richtung Gesundheit gehen kannst. Für die Übung ist es einfach wichtig zur Erinnerung, wie ich das Menschenbild sehe, diese dreiteilig. Dieser menschliche Anteil, Körper und Psyche, unter der Psyche sehe ich Gedanken und Emotionen, darunter ein Quantensprung, darunter ist die Seele, das ist sozusagen, es sind alle Programme drin, so wie du im Moment aufgebaut bist, daraus manifestiert sich eben die Psyche, den Körper, dein ganzes Leben, und noch ein Quantensprung, darunter ist die göttliche Energie, diese ganzen Informationen reingibt, also im Prinzip auch dich führt gemäß deinem Lebensplan und gemäß deinen Talenten und möchte natürlich, dass du dich mehr und mehr entfaltest mit dem, wie du gemeint bist in diesem Leben und eben auch Richtung Gleichgewicht, Richtung Gesundheit zu gehen. Das ist wichtig, dass du diese Dreiteiligkeit verstehst, so wie ich das Menschenbild sehe, und so gehen wir jetzt auch rein in die Übung. Dann würde ich dich jetzt einladen, die Augen zu schließen, dich bequem hinzusetzen, dass du mit einem entspannten, möglichst aufrechten Rücken da sitzt, die Fußsohlen gut auf dem Boden, dass du gut geerdet bist für die Übung. Und mit geschlossenen Augen kannst du dann mit deiner Aufmerksamkeit, mit deinem Bewusstsein zu deinem Herzraum gehen. Und nimm wahr, dass es da vor deinem Herzen eine Art Staumauer gibt. Vielleicht ist es eine kompakte Mauer, vielleicht sind es auch große Steine, die ineinander verschachtelt sind, um das Ganze abzudichten. Nimm wahr, wie es bei dir ist, wie diese Staumauer bei dir ist, wie sie aufgebaut ist, welche Farbe sie hat, welche Konsistenz. Und dann spür rein, ob du bereit bist, ein bisschen dieser Staumauer heute aufzulösen oder die ganze Staumauer. Weil hinter dieser Staumauer ist der Fluss deines Lebens, der jetzt aufgestaut ist. Aufgestaut, weil diese Staumauer ist entstanden aufgrund von Angst, Angst vor Verletzungen, Angst vor Schädigung, Angst vor dem Tod. Und deshalb hast du im Verlauf deines Lebens diese Staumauer aufgebaut, die dich schützen soll. Und sie schützt dich auf irgendeine Art und Weise, aber sie verhindert auch, dass du den Fluss deines Lebens wahrnehmen kannst und eintreten kannst und dich von deinem göttlichen Kern Richtung Gesundheit und Zufriedenheit und Genährtsein führen lassen kannst. Und wenn du spürst, dass du bereit bist, diese Staumauer ein bisschen oder vollkommen aufzubrechen, tu jetzt noch nichts, einfach nur reinspüren, dann kannst du das später tun. Und ich lade dich ein, dich einfach wirklich ernst zu nehmen, dich nicht zu überfordern. Vielleicht ist das heute für dich noch nicht angesagt. Vielleicht hörst du dir die Übung an, um sie ein anderes Mal für dich durchzuführen. Vielleicht magst du heute einfach ein Kieselsteinchen rausnehmen und ein bisschen deiner Quelle befreien. Und vielleicht spürst du, dass jetzt Zeit ist, um die ganze Staumauer herunterzubrechen. Und was auch immer für dich jetzt wirklich stimmig ist, das kannst du jetzt tun. Entscheide dich dafür und führe es aus.
auf energetischer Ebene in deinem Herzraum. Und was auch immer du befreist, sieh, wie da aus der göttlichen Quelle dein Fluss des Lebens hinausströmt. Vielleicht sickert zuerst ein paar Tropfen heraus und dann wird es immer mehr und der Fluss deines Lebens wird immer größer, dichter, wilder, lebendiger, wunderschön. Und du stehst daneben und beobachtest, wie dein Fluss des Lebens sprudelt und fließt. Und genau so bist du regelmäßig in deinem Leben. Irgendwo fließt dein Fluss des Lebens und du stehst daneben und versuchst dein Leben aus dem Kopf heraus zu kontrollieren, zu koordinieren, um dich sicher zu fühlen. Und es braucht Mut, dich dem Fluss des Lebens hinzugeben. Und spür rein, ob du das jetzt wagen magst. Und nimm auch das, was jetzt kommt, ernst, überfordere dich nicht. Und wenn du spürst, dass es für dich jetzt angesagt ist, in den Fluss des Lebens zu steigen, dann tu es jetzt. Und überleg nicht, wie das geht, sondern steig einfach rein auf der energetischen Ebene in deinen Fluss des Lebens, das vom göttlichen Kern gesprießen ist. Da ist die Quelle, da sprießt es raus. Und du bist jetzt drin und schau, was es mit dir macht. Verwirbelt es dich? Oder fließt du gemütlich mit? Und schau einfach, dass der Kopf oben bleibt und lass es sonst einfach fließen, wie es kommt. Lass dich vom Fluss des Lebens reinigen und klären und führen und vertrau darauf, dass es genauso richtig ist, wie es ist. Und sieh, welchen Weg du da zurücklegst in deinen Fluss des Lebens und wie es dir dabei geht. Welche Gefühle sind da? Welche Gedanken sind da? Und versuch dich noch ein bisschen mehr zu entspannen, dich dem Fluss des Lebens hinzugeben, im Vertrauen, dass es genauso richtig ist, wie es jetzt ist und dass der Fluss des Lebens es mit dir gut meint, auch wenn vielleicht etwas mal unangenehm ist oder nicht so, wie es du geplant oder gewünscht hattest. Wie du es erwartet hast. Nimm einfach wahr und an, wie es ist, wie es real ist, im Hier und Jetzt, während du mitfließt mit deinem Fluss des Lebens. Und spüre auch, wie einfach das Leben wird, wenn du einfach mitfließt und nicht mehr selber jeden Schritt überlegen musst, wie viel einfacher und leichter das Leben wird. Und vielleicht verwirbelt es dich an der einen oder anderen Stelle. Und vielleicht verstehst du in dem Moment, wieso das so ist und vielleicht verstehst du es auch im Nachhinein. Und doch wird das Leben so viel einfacher und leichter, wenn du dich einfach hingibst und mitfließt im Vertrauen, dass es genauso richtig ist, wie es jetzt ist. Und speichere das in dir
in jeder Faser, in jeder Zelle deines Seins, wie es sich anfühlt, im Fluss deines Lebens zu sein, das aus deiner göttlichen Quelle sprießt, wie es ist, in Leichtigkeit mitzufließen, ohne selbst alles kontrollieren zu müssen. Speichere das in dir, um dich jederzeit daran erinnern zu können. Und dann entscheide für dich, ob du im Fluss des Lebens bleiben möchtest jetzt oder ob das jetzt einfach mal eine schöne Übung war, aber jetzt möchtest du wieder aussteigen. Und es ist alles genauso richtig, wie du das für dich wahrnimmst. Vertraue deinen Wahrnehmungen und tue das, was sich für dich stimmig anfühlt. Im Wissen, dass du jederzeit alles immer wieder ändern kannst. Und dann entscheide dich auch, ob du die Öffnung bei dieser Staumauer wieder schließen möchtest oder die Staumauer wieder ganz aufbauen möchtest oder ob das jetzt so bleiben kann, wie es ist. Und auch das kannst du jederzeit wieder ändern. Tue einfach das, was sich für dich stimmig anfühlt im Herzen und nicht aus dem Kopf heraus. Du kennst jetzt den Weg, kannst es jederzeit wiederholen und überfordere dich einfach nicht bei dieser Heilarbeit. Und wenn du das dann so eingerichtet hast, Staumauer und du, ob du im Fluss bist oder nicht, so eingerichtet hast, wie es sich für dich im Herzen jetzt gerade im Moment stimmig anfühlt, dann lass die Augen noch ein bisschen geschlossen und bewege etwas deinen Körper, um wieder bewusst ins Hier und Jetzt zu kommen, in dem Raum und in der Zeit, in der du dich real befindest. Und wenn es für dich stimmig ist, dann kannst du auch die Augen wieder öffnen. Und das war's. Die Übung, die Hintergrundinformationen. Ich hoffe, sie waren für dich wertvoll, um dich zu motivieren, um deinen Verstand zu motivieren, mehr und mehr dich den Ängsten zu stellen und dem Leben zu vertrauen und dich in den Fluss des Lebens zu begeben. Und diese Übung kannst du gerne regelmäßig wiederholen, um es in einem geschützten Rahmen zu üben, damit es im realen Leben auch immer einfacher geht. Und der Verstand wird jetzt vielleicht denken, das eine hat doch gar nichts mit dem anderen zu tun, aber das, was du auf Energieebene machst, das ist eine Realität, eine andere als die materielle Realität und es ist aber eine Realität und es sind wirkende Kräfte. Da, was du da machst, ist wie eine Vorarbeit, um es dann wirklich im echten Leben einfacher tun zu können, dich immer wieder hinzugeben, mitzufließen, das zu üben in einem geschützten Rahmen, ist extrem wertvoll. Und ich danke dir, dass du heute Abend da warst, dass du die Übung mitgemacht hast, dass du dich motivierst, mehr und mehr in den Fluss des Lebens zu gehen. Weil je mehr Menschen das tun, desto schöner wird unsere Welt werden und desto gesünder und glücklicher wirst du und werden wir werden. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Abend. Bis bald wieder. Tschüss!